Also, weißt du, was ich meine? Ja. Und daher stehe ich dem nicht so extrem positiv. Ja, also ich finde aber... Warte mal, ich habe eine Hoe gemacht. Warum kann ich mit einer Hoe kein Gras mehr hoen? Aber was ich jetzt zum Beispiel an so PNs schreiben und so, also zum Beispiel gib mir Feedback oder sowas, das finde ich schon besser, diese Art von Werbung, als jetzt zum Beispiel unter Videos zu schreiben, schaut mal bei meinem Kanal vorbei. Ja, das ist natürlich kacke, das stimmt. Das ist ja die schlimmste Werbung, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es halt besser, wenn du eher... Ach, jetzt kann ich das machen, oder was? Oh, komm, warum kann ich das denn gerade nicht machen? Troll will mich das Spiel, ey. Ich finde es halt ehrlich gesagt, besser, wenn du dich quasi einem Publikum lieber, also eher vorstellst, weißt du, dich einem Publikum vorstellst, bei einem größeren YouTuber beispielsweise, und da dann versuchst, dort irgendwie noch Zuschauer zu gewinnen oder Abonnenten oder keine Ahnung, und nicht via PN schreiben. Weil, wie schon gesagt, wenn ich eine PN schreibe, dann keine Ahnung, will er mir persönlich was mitteilen. Und für mich ist das keine persönliche Mitteilung, wenn ich auf seinen Kanal gucken soll, weil da habe ich irgendwie Besseres zu tun. Es ist halt einfach so. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja bei, also gerade bei YouTubern, die selber halt Videos machen und selber halt, also ich persönlich habe auch nicht so nicht zum extrem viel Zeit, sonst würde noch mehr Videos kommen und bla, aber das ist ja ein anderes Thema. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie das halt bei Zuschauern ist, weil Zuschauer machen ja selber keine Videos, die schauen ja nur, naja, zu. Und, Ich weiß nicht, ob es da anders ist, ob die das dann so lesen und sagen so und dann trotzdem mal vorbeigucken. So, ne? Aber ich mache das beispielsweise nicht. Daher ist es für mich nämlich nicht wirklich, naja, plausibel, oder für mich ist das nicht wirklich nachvollziehbar, dass man damit irgendwie Leute erreichen kann. So, ne? Weil ich das persönlich selber nicht angucken würde. Und mir wäre es auch persönlich zu viel Geschäft, da jetzt irgendwie jeden Einzelnen anzuschreiben und zu sagen so, ja, was ist voll einer auf Rumbetteln machen, so, ja, schau mal vorbei, du, ich will doch einen Abonnent haben, ich will doch, dass du meine Videos guckst und so. Ich meine, natürlich, wenn ich das machen würde, würden vielleicht auch mehr vorbeischauen und vielleicht würde sich das dann auch irgendwie noch auszahlen und weiß ich nicht, weil die dann vielleicht sehen, okay, dann macht das die Sache vielleicht ganz gut und ja, dann unterstütze ich jetzt mal so mit einem Abo oder sowas, keine Ahnung. Kann ja alles sein, das ist, bei vielen klappt das ja auch richtig gut, sieht man ja, ne, aber Ich halte davon nicht so extrem viel irgendwie, weil ich weiß nicht, das meine ich halt, dass ich finde es halt eher besser. Man hat zwar die Chance selten, dass man sich bei einem größeren YouTuber wirklich vorstellen kann, so ein bisschen, aber sowas würde ich dann eher nutzen, als mega die PNs zu schreiben an irgendwelche Leute. Ich glaube, das ist eher nervig. So, ne? Also das ist halt so meine Meinung dazu. Ja. Und beispielsweise, ich, warte mal, 1, 2, 3, 4, so, ich habe ja beispielsweise auch ein paar Kontakte zu ein paar größeren YouTubern und das Ding ist halt, man baut sich halt immer so langsam seine, naja, Kontakte ist auch falsch, also seine, also diese Connections. Man baut sich das halt so langsam ein bisschen auf, so mit der Person halt irgendwie mal so ein bisschen zu quatschen, mal mit der Person doch mal so ein Video zu drehen oder vielleicht mal ein Projekt zu planen oder sowas. Das baut man halt alles so langsam auf, so, weißt du, und sowas halt ist halt mit Spaß verbunden und mit irgendwie noch Leute kennenlernen und sowas. Und dann, weißt du, wenn dich größere YouTuber kennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du wirklich auch ein bisschen, naja, dass da auch ein bisschen was bringt, wenn du mit dir mal ein Video machst, als wenn du irgendwie voll viele Leute anschreibst. Ich finde sowas ist irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht sagen die einen oder anderen, okay, das ist viel, viel besser, weil du dann irgendwie vielleicht noch persönlichen Kontakt oder persönlicheren Kontakt aufbaust zu den Leuten. Kann alles möglich sein, ich weiß nicht, wieso ich mach sowas nicht. Vielleicht ist ja irgendjemand unter euch ein YouTuber, der das irgendwie macht und vielleicht da mal in die Kommentare schreiben kann, ob er das denn macht und ob das gut ankommt oder so und keine Ahnung. Ich persönlich halte nicht so viel davon. Also ich habe ja jetzt auch einen Kumpel in der Parallelklasse, der hat jetzt auch irgendwie seine 450 oder fast 500 Abonnenten. Mhm. Und der schreibt wirklich täglich 20 bis 30 solcher PNs. Ja. Und es klappt eigentlich ganz gut und er kriegt da auch seine Likes, sage ich jetzt mal, unter den Videos und kriegt auch viel Feedback und so. Also ich meine, es kann ganz gut ausgehen, aber ich finde irgendwie, kennst ja Ungespielt, ne? Also kennst ja. Nee, wer ist das? Ja, auf jeden Fall. Ja, der meinte halt auch beim Livestream zum Beispiel, hat ein paar Tipps so verteilt, gerade so an kleinere YouTuber, wie sie halt ein bisschen größer werden können. Und da hat er auch erwähnt, viel mit anderen YouTubern, vielleicht die irgendwie 20, 30 Abonnenten mehr als selber haben und dann irgendwie Projekte starten. Sowas wie ich jetzt zum Beispiel mit euch allen ja jetzt mache.
Und dass man so halt an Abonnenten kommt. Ja, genau. Ja, sowas eher. Weil ich finde, sowas, was ist ja dann, meine Kamera macht halt irgendwie auch mehr Spaß. Weil, guck mal, wenn ich mich jetzt nimm. Das Problem ist halt bei solchen Sachen immer, da kommt es immer auf die Größe drauf an. Ich habe mal mit, weiß ich, kennst du 61 Minuten 6, den Kanal. Ja, habe ich schon mal gehört. Und dieser Jan Winter von dem Kanal, ne? Den habe ich mal auf Facebook geschrieben, so ein bisschen. Und er meinte halt so zu mir so, ja, also weil wir haben also geredet, der meinte so, eigentlich ist es am besten, wenn der Kanal gesund wächst. Und heißt quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie 1000 Abonnenten habe, dann sollte ich maximal mit einem Kanal was machen, der maximal irgendwie 30 mal so groß, nee, nicht 30 mal, 30 mal so groß ist. Maximal? Doch irgendwie so, glaube ich. Der Kanal sollte maximal oder 10 mal so groß sein, maximal. Irgendwie so. Also irgendwie 10 oder 30 mal so groß sein. Finden wir die Mitte, 20 mal so groß, okay? Der sollte maximal 20 mal so groß sein, wie man selber ist. Erst dann kann man garantieren, dass der Kanal gesund wächst. Also beispielsweise würde ich jetzt ein Video machen mit Pietsmeet oder sowas. Und die würden das irgendwie mega teilen, wie beispielsweise Moondai. Ich würde einfach jetzt Moondai ersetzen, okay? Also, kennst du ja bestimmt das Daisy Let's Play von ihm so, mal gehört bestimmt. Ja. Und angenommen, ich würde jetzt Moondai ersetzen, würde ich ja mega den krassen Abonnentenschub bekommen und vielleicht auch Aufrufschub und so weiter. Und so, und da meinte er halt zu mir so, ja, der Kanal soll gesund wachsen und sowas, also das würde nichts bringen. Ich meine, gut, ich würde eh nicht in die Gelegenheit kommen, mit denen einfach das zu machen. Das ist natürlich wieder die andere Sache. Aber da denke ich mir so, okay. Also ich mache beispielsweise bald mal was mit Skate, weil ich kenne Skate ja auch privat, also Skate 702 Germany. Und so weiter mit ein paar anderen Leuten noch. Und ich habe auch mit Brammen Kontakt und ich hatte mit Shuffle LP und mit Zander so viel geplant eigentlich, aber die haben so viel zu tun immer. Und Zander ist jetzt auch im Urlaub und bla. Und ja, das ist halt alles ein bisschen tricky. Ja, zum Beispiel jetzt Pink Panther, der hat ja jetzt zum Beispiel, ja, der wurde ja eigentlich nur gepusht durch Commander Krieger, sage ich jetzt mal. Ja, Klar genau. hat er die ersten Pink Panther-Folgen sind ja sehr gut angekommen von dem. Aber der hat sich ja jetzt vor kurzem auch richtig beschwert, so, warum er nicht so viele Aufrufe und so bekommt. Ja, das ist ja und logisch, also logisch. ja, Das Ding weil ist halt, er das macht es Ding halt ist, hauptberuflich und hat sich ja dann da genau. eben hat da eben die Abonnenten kritisiert und das Natürlich. halt, ja. Ja, das Ding ist halt immer, gerade sowas ist halt einfach der größte Fehler, den du machen kannst. Dich halt nur auf YouTube verlassen, das darfst du nicht machen. Wenn du mal so groß, weißt, wenn du wirklich siehst, es läuft. Okay, wenn du beispielsweise du bist ein einer von, du bist ein Pietsmeet. Auch Shuffle LP könnte schon davon gut leben. Ne? Also das heißt gut, ist halt natürlich immer relativ, wie man das sieht, ne? Aber auch Shufflepuff kann davon schon leben, der ja auch mittlerweile größer ist und mehr verdient und mehr Aufrufe hat und mehr Abonnenten am Tag als Debitor, ne? Nur so als Information, vielleicht weiß ich nicht, ob du das weißt oder so. Und ich finde halt irgendwie, dass Leute, die gerade so groß sind, auch Debitor. Weil Debitor ist die Luft draußen. Der macht ja auch bald jetzt eine Live-Sendung, so wie Gronkh und so, ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ist, glaube ich, auch intern, weiß ich Ja. nicht. Auf jeden Fall macht er es sehr bald, ne? Und ich glaube nicht, dass den so viele zuschauen werden. Glaube ich nicht. Vor allem Ja, ich. also ich finde bei Debitor fällt mir auch bringt also 6 Videos oder so am Tag raus. Das ist ja eigentlich schon mehr als Gronkh und Ja. ist einfach irgendwann so ausgelutscht bei dem. Also Ja, ja. echt? Ja, genau. Der macht es halt auch hauptberuflich. Nee, Und. nee, nee, das glaube ich nicht. Also der macht das nicht hauptberuflich. Nicht? Okay. Nee, der hat ist irgendwie Elektroniker oder Kfz-Mechaniker. Irgendwie sowas war der. Okay. Okay. Ja, gut, das wusste ich ja nicht. Also, deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen so auch nachgefragt. So. Ja. Aber, also bei dem weiß ich es nicht hundertprozentig, aber das ist halt immer so eine Sache, wenn man sich auf sowas verlässt, dass YouTube irgendwie. Ich meine, natürlich mit YouTube kannst du auch gut Geld machen, das ist keine Frage. PietSmiet verdient auch im Monat seine 20.000 Euro oder sowas. Ich weiß jetzt nicht ganz Ja. genau die Zahlen, aber das könnt ihr ungefähr hinkommen. Ihr könnt ja einfach mal auf Social Blade gucken, falls euch das was sagt, also an die Zuschauer und ich würde Aber ich einfach bin mal jetzt hier gucken. gerade mal auf Ja, Pink geh Panther mal auf. und Ja, was hat ein Pink Panther ja, im also zum Monat Beispiel, für Aufrufe? also Social Blade meinst du jetzt? Ja. Ja, warte, ich gehe kurz drauf. So. Er verdient am Tag von 24 Nee, Euro bis das stimmt nicht. Sag mal die Aufrufe, die er im Monat hat. Aufrufe im Monat, Videos.
Ja, so etwa 61.000. Im Monat? Bis, ja, bis 1 Million, bis 1,8 Millionen. Nee, das kann nicht sein. Du hast doch, wenn du auf Sourceblade bist, diese, wenn du die oberste Tabelle quasi, ne? Und dann ganz unten die letzte Zeile, die nochmal extra quasi eingraben ist, die letzte dickere Zeile. Ja, ja. Unter den Aufrufen, da steht dann quasi einmal das obere, das ist das, so, was er am Tag hat. 1,8 Millionen. Hat er in 30 Tagen. In 30 Tagen 1,8 Millionen. Warte mal, ich. Okay, Leute, ich muss das kurz. Ich bin gerade. Warte. Schnitt. Ich finde einfach. So, das sind wir wieder. Wirklich viel Aufrufe, sage ich jetzt mal, weil er bringt ja jeden zweiten Tag Pink Panther oder Suchen, Verstecken oder sowas. Wie heißt denn das nochmal? War. Wie heißt nochmal Warhammer? Nee, Wartime Dignity oder irgendwie so. Ja. Aber ich finde irgendwie seine Videos, finde ich irgendwie, sind langweilig geworden. Er hat eine relativ langweilige Art. Der hat, ja genau, 1.831.000 Aufrufe bekommt er. Das heißt also, er hat im Monat seine 1.500 Euro, kann man sagen. Ja. Und das ist halt, davon kannst du nicht wirklich, also. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht, man hat eben 1.500 Euro, ne, von YouTube im Monat, das ist natürlich geil, aber auf sowas darfst du dich halt einfach nie verlassen. Ich meine, ich scroll mal gerade ein bisschen runter, wenn du mal guckst, wie die Subscribers nach oben gingen, wie die Video-Views nach oben gingen und so weiter, das ist jetzt nicht mehr so, wie es einfach mal war. Wenn du jetzt mal bei PietSmiet guckst, hab den sogar, glaube ich, eingespeichert, ja, hier. Wenn du bei PietSmiet guckst, der hat halt im Monat seine 32.000 Videoaufrufe. Der bekommt 30.000 Euro im Monat, ne? Der hat es dick auf der Tasche. Wenn du mal runterscrollst ein bisschen, hier in die Video-Views, dann siehst du, dass es auch konstant bleibt. Also, wenn es weniger wird, hat er mindestens noch seine 25.000 Euro im Monat. Und das ist halt, da kannst du auf jeden Fall sagen, okay, das wird was. Und die sind auch mittlerweile so fame, dass wenn es mit YouTube nichts werden sollte, sind die schnell auf mein Video umgesprungen oder auf irgendeine Plattform. Aber die studieren ja auch alle nebenbei. Und ja, genau. Also mein Feed ist ja auch irgendwie da in der Game-Branche mit drin. Und hier auch, zum Beispiel Commander Krieger, finde ich, ist auch, ja, sehr weit zurückgegangen. Ich finde irgendwie, also der bekommt 2,6 Millionen Aufrufe im Monat. Das ist eigentlich gar nicht so viel, sage ich jetzt mal, mit einer Abonnentenzahl von 550.000 Abonnenten. Ja, das stimmt. Und ja, ich finde irgendwie, aber das liegt auch daran, weil er immer dieses Trials Evolution macht und FIFA. Ich meine, die meisten Leute haben ihn abonniert wegen seinen Commentaries. Wir sind parallel wie immer. So schwer, so schwer. Fick dich, fick dich. Oh, wie geil ist die Musik und Lachen. Mach das ja nicht. Oh, oh. Ich hab meinen Haufen auf dem Stein platzieren.